Willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege. Also auf Anfang, ich dachte, wir würden ins Büro gehen. Falsch gedacht. Naja, wir sind jetzt Kindertagesstätte, geht auch klar. Das Problem bei Kindertagesstätte, ich habe halt keinen Operator, mit dem ich gerne das Café halte. Also halte ich es auch nicht. Weil. Ja. Hat er gerade mein. Der mein Stacheldraht. Ey, du hast gegen mein Stacheldraht geschlagen einmal. Ja, Stacheldraht wird eh wieder geheilt. So. Hier fehlen überall Wände. Was noch Wände? Hier fehlt. Ah, ne, hier ist verstärkt. Aber hier fehlt eine Wand. Ich glaube sogar, ich chill in der Treppe. Man kann auch hier hinterm Automaten. Kann man hier hin pieken. Ich bekomme hier die ganze Nachrichten. Ja, ich dachte, wir würden ins Büro gehen, deswegen habe ich auch Jäger genommen. Oh, ich schieße durch den Drohnenschlitz. Nice one. Oh, was ein kleiner Engel. Du könntest theoretisch, guck mal, vielleicht den Dropper hier aufmachen und dann dort chillen. Sehr schön. Was vermeint? Auf dem Dach oben. Nur noch ein Gegner. Bob. Was habe ich? Ja, ich kann ja an sich mit Kreis dropshotten, aber ich kann dabei nicht zielen. Ich dropshotte immer, wenn die Runde vorbei ist. Also einfach so just for fun. Weil natürlich bringt mir es halt nichts, ne? Oh, der hat auch den Skin wie ich, den ich habe, den heißen Schlitten. Ach, Fake. Oh, Alter, was hat der für ein Hibana-Skin? Guck dir mal diesen Hibana-Skin an. Alter, Lex schon wieder Fape. Ölfleck, nee, den gibt's auch für Pistols. Ölfleck. Ja, wirklich, hatte wirklich was zum Ölfleck. Ah, Drogenlabor, ne? Aber Alter, ich denke gerade nach, ne? Wenn ein Bug-User und du beide Kupfer 4 seid. Und ich dann all meine Einrankungsspiele gewinne, besonders wenn wir dann vollen Trupp haben, wäre ich ja Platin eingerankt. Wieso? Wenn ich ja meine Einrankungsspiele gut gemacht habe. Ja, natürlich bin ich Silberniveau. Ich habe eine Eldermine schon weggemacht. Ich kann gleich die zweite noch wegmachen. Ah. Platin-Niveau. Ich würde dich oberes Goldniveau sagen. Ja, natürlich, du carryst die Runde, außerdem habe ich doch die Aufnahmen nicht. Aber das ist irgendwie recht behindert, dass ich nach jeder Aufnahme, während jeder Aufnahme, sich irgendwer auf meinen Account Zugriff verschafft. Wer? Weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Also ja, aber ich weiß nicht auf wen. Ah, er lässt im Nebenraum. Ich mob sie die ganze Zeit. Ach Mann. So, jetzt muss ich zum Beispiel nach der Runde wieder Account wechseln, mich da als primäre PS4 einloggen. Lol, was ein Aim. Aber ernsthaft, wenn ich jetzt alle Einrankungsspiele gewinne, welche Platin eingewinnt. Alter. Okay, ich würde es mir auch selber nicht gönnen, außer ich spiele natürlich jede Runde krass. Wen nehme ich denn jetzt? Bandit.
Wohin gehen wir? Büro. Ja, das ist Bennett. Ganz nice. Oder gehen wir Drogen Labor? Ne, die erwarten jetzt, dass wir Drogen Labor gehen. Wir gehen nächste Runde. Ne, wir gehen nächste Runde nicht Drogen Labor. Wir gehen nächste Runde nirgendwo hin, weil wir es 4-0 siegen. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Der Stacheldraht ist bereit. Ja, und das machen auch einige. Das machen leider zu viele. Ja, also ich bin eigentlich gar kein großer Fan davon, dass sich Leute halt so Kupfer-Accounts machen und um halt. Ich. Erstens pushst du mich nicht. Zweitens, dass ich kein großer Fan davon bin, heißt ja nicht, dass es mir verbietet, das zu machen. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Du, wo hast du mich auf Gold gepusht? Das meiste, was. Das Gerät ist vorbereitet. Ja, dann, bis ich dann 13 Kills hatte oder so. Hier fehlen Wände, ne? Überall. Ja toll, vier Leute roamen jetzt gerade, ne? Ich freue mich auf den Moment, wenn du dann tot bist, sonst dann heißt die Runde ist easy. Oh, ich habe sogar noch ein Band, toll. Und dass jetzt jemand getötet hätte. Ich hätte jetzt wirklich Bock auf Kaffee oder Konsulat. Das wäre jetzt noch so eine Runde. Okay, Kaffee ist irgendwer. Ja! Ja. Weil die Kavera rausgesprungen ist, deswegen bin ich auch rausgesprungen, nachdem sie tot war. Ich weiß nicht. Ja. Letzter verbleibender Gegner. Ja. Hast du C4? Hier, oben am Job abhängt gerade. Aber ey, wer schießt? Wer schießt denn? Ist der Gegner? Oder du schießt? Schießt du? Aber keiner ist im Raum, ne? Der kann theoretisch sichern. Wo? Ist er bei dir? Ach, so ein Schildtyp, ja, der schießt durch den Dropper durch, weil der keine Sprengung hat. Das ist, glaube ich, Blitz. Der schießt da durch. Ich werde entdeckt. Der hat 30 Sekunden, der schießt da die ganze Zeit durch. Hast du C4? Wenn ja, mach mal den Drop hier auf. Ob er runterspringt? 10 Sekunden übrig. Ne, er spielt auf KD. Es bleiben noch. Er spielt auf KD. Neues Magazin. Hauptsache, du bist sogar noch so nett und machst ihm den Job auf, ne? Und der wird beobachtet? Alter, komm her, hier machen wir easy 4-0. Gib mir hier wieder die Orlo. Für die ich leider hier keine Elite habe. Standort des Biogefahrgutbehälters finden.
Arbeit. Drunter war schon wieder. Wurde lokalisiert. Okay, die geben aber nicht auf. Das ist hartnäckig. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Der Totes hat gerade in die Camps geguckt. In dem Moment habe ich sie mit Twitch zerstört. Einsatz in 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Alle Camps sind da? Ach so, ja, mein Twitch-Raum war noch da. Das ist Smoke. Oh lol. Leute, du bist nicht mehr MVP. Ey, ich habe eine Trophäe erhalten. Nice. Das war eine angenehme, schnelle Runde. Ja, gefällt mir. Ja, also das war eine Runde, da kann ich mich nicht beschweren. Also ich bin ein bisschen ein Wunder. Ja, ich werde unverdient Platin. Unverdient, also komm schon. Komm, Alpha Pack. Ja. Naja, dann bedanke ich mich. Es heißt Road to Platin. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich gebe dir gleich Road to Kupfer 4. Das war's dann. Bis dann. Tschüss.